Freunde, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Freunde. Heute werden wir uns die Settings von XDefiant nochmal ganz genau anschauen. In meinem Stream werde ich sehr oft danach gefragt, was die besten Settings sind für XDefiant, ne? Gerade so, was Controller-Settings angeht und Grafik-Settings. Maus und Tastatur kann ich natürlich nicht ganz so viel zu sagen, da bin ich einfach nicht so ganz drin. Deswegen fixieren wir uns heute hier wirklich auf die Grafik und die Controller-Settings. Ja, so ein bisschen was habe ich geändert. Ich habe ja schon mal ein Settings-Video hochgeladen, ganz zum Anfang von XDefiant. Und da hat sich natürlich ein bisschen was geändert. Ich erkläre euch auch nochmal alles, warum ich es so eingestellt habe. Gerade bei den Controller-Settings gibt es so ein paar Kniffe, wo man so ein bisschen was verändern kann, was einem das Spielgefühl auf jeden Fall ein bisschen geiler macht. Gerade am Anfang, Leute, die in XDefiant einsteigen, haben da so ein bisschen Probleme mit. Das werden wir uns heute anschauen. Lasst schon mal eine positive Bewertung da für das Video und lasst auch gerne ein kostenloses Abo da, um nichts mehr zu verpassen. Jetzt bald kommt extrem viel Content in XDefiant. Heute, wo ich das Video aufnehme, kommt ein geiles Ranked-Update. Ich freue mich mega darüber. Wir hopsen in die Settings. So, da sind wir auch schon in-game. Wir fangen hier direkt oben bei Gameplay und UI an. Ne? Es gibt ein paar Sachen, die muss man einfach nicht erklären. Zu den Sachen, die man erklären muss, werde ich natürlich immer was sagen. Ne? Gameplay-Eingabe ist bei mir ganz klar. Controller, ich spiele meistens Controller. Ab und zu zocke ich auch mal ein Ründchen Maus und Tastatur, wenn ich darauf Bock habe. Blickfeld ist quasi die Optik, die ihr aufs Game habt. Ob das jetzt weiter rausgezoomt ist oder näher dran ist. Blickfeld auf 120 ist bei mir einfach Pflicht. Ich brauche einfach immer das höchste Blickfeld. So könnt ihr einfach auf einem Teil, den ihr anguckt, mehr sehen, als wenn ihr das jetzt zum Beispiel auf 60 oder so macht. Das heißt, hier kann ich euch nur empfehlen, auf 120 zu spielen. Manche Leute mögen es ein bisschen lieber so auf 110 oder so oder 113, aber für mich ist das Quatsch. 120, zack, siehst du das meiste vom Game, ist für mich einfach perfekt. Blickfeld beim Zielen haben wir auf konsistent. Das ist eine Einstellung, die ist sehr wichtig. Ich glaube sogar, dass man sie umstellen muss, dass es so quasi standardmäßig eingestellt ist. Ihr seht es hier unabhängig, Ziel an sich entspricht dem standardmäßigen Blickfeld. Das standardmäßige Blickfeld ist, glaube ich, bei 80. Das heißt, wenn ihr jetzt ins Zielen geht, ja, ins Visier reingeht, dann würdet ihr mit einem Blickfeld von 120 im Visier das 80er FOV bekommen. Das heißt, eure Waffe ist dann wieder mehr rangezoomt, ihr seht weniger und das fühlt sich super komisch an, wenn man ein höheres Blickfeld spielt und das dann auch nicht im Visier hat. Deswegen unbedingt auf konsistent stellen. Das kann für viele sonst sehr verwirrend sein und zu schlechterem Gameplay auf jeden Fall führen. Deswegen stellt das hier auf jeden Fall so ein. Ja, das Zielverhalten habe ich auf jeden Fall auf Halten eingestellt. Das wäre jetzt bei Umschalten so ein bisschen komisch, dass man dann irgendwie nur einmal L2 drückt und dann im Visier ist und dann wieder L2 drücken muss, um wieder rauszukommen. Für manche Maus- und Tastaturspieler ist das ganz geil. Das habe ich schon öfter gehört, dass das viele spielen. Bei Controller auf jeden Fall auf Halten machen. Übergang zur Zielempfindlichkeit beim Zielen ist sofort. Da brauche ich auch nicht viel zu sagen. Da kommen wir nämlich, glaube ich, noch später zu bei den Controller-Settings. Nahkampf in Zielansicht ist aus. Das heißt, solange ich in der Zielansicht bin, kann ich jetzt keinen Nahkampf machen. Ja, das brauche ich auch einfach nicht. Also entweder ich will jemanden schlagen und schieße davor aus der Hüfte. Aber im Visier zu schlagen, finde ich ein bisschen verwirrend. Vielleicht, wenn man auch einen Controller mit Paddles spielt, dass man da irgendwie mal aus Versehen auf den Paddle kommt, ist halt nicht so geil. Nach- und Ladeunterbrechung beim Zielen habe ich an. Das ist ein Setting, das habe ich erst seit kurzem an. Es ist aber unfassbar satisfying. Ja, das heißt, stellt euch die Situation vor, ihr habt einen Gegner vor euch, ihr killt ihn, ihr müsst nachladen. Habt aber noch so 20 Kugeln drin, typisches Shooter-Phänomen, nach jedem Kill muss man nachladen. Muss man ja meistens gar nicht. Ihr habt noch 20 Schuss drin, nächster Gegner ist vor euch und ihr müsst nur auf Zielen drücken und er bricht das Nachladen sofort ab und ihr könnt einfach weiterschießen. Unfassbar geiles Setting, da müsst ihr nicht irgendwie Doppel-Dreieck drücken, um das Nachladen abzubrechen. Macht es auf jeden Fall an. Ja, Duckverhalten habe ich auf Umschalten, dass man quasi einfach immer wieder drücken muss, um halt wieder hoch oder runter zu kommen. Sprintverhalten habe ich auf Tippen, das ist aber grundsätzlich eh egal, weil ich hier quasi automatisches Sprinten anhabe. Das heißt, wenn ich meinen Stick nach vorne drücke, bin ich immer am Sprinten. Das habe ich hier auch auf 1 eingestellt. Das heißt, sofort, wenn ich den Stick bewege oder nur nach vorne drücke, sprinte ich sofort. In manchen Situationen kann das schwierig sein, wenn man nicht drauf eingestellt ist, weil man versteckt sich hinter irgendeinem Gegenstand und man drückt den Stick nach vorne, will nur gehen und auf einmal sprintet man sofort. Kann ein bisschen schwierig sein. Ich habe mich drauf eingespielt, deswegen habe ich das hier so eingestellt. Nachladeunterbrechung beim Sprinten habe ich auf jeden Fall aus. Das sollte jeder aushaben. Ihr wollt im Sprinten nachladen. Ihr wollt nicht irgendwie nachladen, seid langsam und drückt Sprinten und dann bricht das auf einmal ab. Das ist meiner Meinung nach ein Setting, das muss man aushaben, um einfach richtig schnell über die Map zu kommen und dabei auch nachladen zu können. Ja, Rutschverhalten habe ich auf Tippen. Natürlich, klar, damit es alles ein bisschen schneller geht. Automatisches Nachladen habe ich an. Das heißt, wenn meine Muni leer ist, lädt er die Waffe automatisch nach. Das ist, glaube ich, Präferenz, kann man auch ausmachen. Ich habe es an. Automatischer Waffenwechsel, wenn die Waffe leer ist, habe ich auch an. Habe ich in COD immer so gespielt, weil was will ich mit einer leeren Waffe in der Hand? Das bringt mir wirklich gar nichts. Automatisches Greifen nach Vorsprung, das habe ich aus. Weil wir wollen nicht einfach, wie es hier steht, greift automatisch nach einem Vorsprung, wenn man sich darauf zubewegt. Wir wollen nicht automatisch klettern. Sowas ausmachen. Es kann manchmal einfach sein, dass ihr einfach gar nicht klettern wollt und nur an den Gegenstand rennt. Auf einmal zieht er sich rüber. Das wollen wir nicht. Laufverhalten ist auf Halten. Halten drücken und halten, um zu gehen. Alles klar. Keine Ahnung, was das ist. Punktanzeige auf Halten. Okay. Ja.
alles gut. Unwichtige Sachen habe ich beides so eingestellt. Könnt ihr mal gucken, ob ihr das auch so einstellen wollt. Ich finde es gut. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, schon zu Sachen, die nicht mehr so wichtig sind. HUD-Grenze ist vielleicht nochmal relativ wichtig. Ihr seht das hier. Ich habe mein HUD nicht ganz nach oben eingestellt, sondern so ein bisschen mittiger. Das heißt, alles, was quasi angezeigt wird auf meinem Bildschirm, ist auch bei mir etwas mittiger. Dadurch rutscht die Minikarte von hier oben ein bisschen weiter runter. Ihr habt das alles auf eurem Bildschirm ein bisschen besser im Blick. Müsst jetzt nicht irgendwie so krass weit nach oben gucken oder so. Das finde ich einfach sehr, sehr gut. Hier habe ich horizontal 47, vertikal 55. Das ist komplette Präferenz. Ja, stellt das so ein, wie ihr das wollt. Für mich passt das auf jeden Fall. Herausforderungsbenachrichtigung habe ich an, damit man sieht, was man so geschafft hat. Schadenszahlen habe ich aus. Brauche nicht wissen, wie viel einzelnen Schaden ich mit den Kugeln an einem Gegner mache. Das ist mir einfach zu viel Gedöns, einfach auf dem Bildschirm. Gesundheitsanzeige der Gegner an. Natürlich. Wir wollen sehen, wie viel Leben der Gegner noch hat, wenn wir ihn wieder ein HP geschossen haben und trotzdem noch sterben. Rotation der Minikarte habe ich aus. Ja. Ich mag das nicht, wenn die Minikarte sich mitbewegt. Ich mag das, wenn die einfach so ist, wie sie ist. Einheiten für Entfernung, Meter. FPS-Anzeige habe ich an. Ping-Anzeige habe ich an, damit ich sehe, falls ich mal irgendwie auf einen anderen Server random connecte, damit ich direkt rausgehen kann oder meinen Ping sehe und dementsprechend die Lobby nicht spiele oder sie spiele. Netzwerkinformation anzeige, das sind Sachen, die man sich hier im Overlay anzeigen lassen kann. Das habe ich aus, das brauche ich alles nicht. So, und jetzt kommen wir schon zu einem interessanten Teil. Wahrscheinlich der interessanteste Teil von den Leuten, die sich das Video jetzt hier anschauen, ja. Meine Controller-Settings. Ich spiele bei Tastenbelegung Schläger. Wir tauschen quasi den B-Knopf mit dem Stick. Das heißt, ich schlage nicht mehr auf dem Stick, sondern auf B und ich rutsche und ducke mich dafür auf dem Stick. Das ist für mich wesentlich angenehmer, als irgendwie vom Controller runterzugehen und auf B zu drücken. Ich meine, ich habe einen Controller, der hinten Pedals hat. Drei Pedals an der Zahl dran. Das heißt, ich könnte das auch hier quasi auf B lassen und damit rutschen. Mag ich allerdings nicht. Ja, so habe ich da hinten einfach Nahkampf auf dem Pedal und das funktioniert für mich sehr, sehr gut. Es gibt viele Controller-Settings, die man hier einstellen kann. Das ist das Einzige, was ich geändert habe. Sonst habe ich alles standardmäßig so, wie es quasi drin ist. Nichts irgendwie nochmal extra belegt. Stickbelegung ist alles so, wie es halt standardmäßig ist. Deswegen seht ihr auch, Standard ist ausgewählt. Ist für mich einfach das beste Setting. Auch hier, probiert euch aus. Das ist auf jeden Fall das Setting, was ich spiele. Wenn ihr da irgendwas findet, was euch besser passt. Ich meine, da gibt es ganz komische Sachen. Ja, hier irgendwie Fähigkeits-Daumenschläger, Springen, Überspringen, Ultra auslösen mit A und RB, Digga. Keine Ahnung, was das ist. Will ich nicht. Ich will das hier standardmäßig relativ haben. Genau. Kommen wir zur Zielhilfe. Zielhilfe habe ich ganz normal auf Standard, nicht deaktiviert. Controller brauchen Aim Assist. Ja, der Controller macht alles für dich alleine. Brauchen wir nicht wieder hören. Stärke der Zielhilfe ist auf 0, also standardmäßig. Man kann die quasi hier ein bisschen einstellen, dass die schwächer ist. Wir nehmen aber das mit, was wir bekommen können. Wieso sollten wir das auch nicht tun? Ja, ganz klare Sache. Jetzt kommen wir zu einem Punkt, da haben sich am Anfang in X-Defiant so ein bisschen die Geister gestritten, ja, sag ich mal so. Umgekehrte S-Kurve spiele ich bei der Ziel, bei dem Kurventyp des Verhaltens beim Zielen, ja. Also das ist quasi der Aim-Assist-Typ, den ihr sozusagen einstellt. Umgekehrte S-Kurve verstärkt kleine und große Kamerabewegungen, reduziert aber den Effekt von mittleren Bewegungen, geeignet für Spieler, deren Beweglichkeit besonders wichtig ist. So, ist mir wichtig, habe ich eingestellt. Viele haben es auf linear erstmal eine Zeit lang gespielt, weil der Input einfach genau das ist, was du reingibst. Das heißt, es ist unfassbar belohnt, wenn du damit eingespielt bist. Aber wenn du mal einen Tag hast, wo du irgendwie bist nicht warm, kriegst nichts auf die Kette, dann ist das wirklich unfassbar schwer, mit linear zu spielen. Und umgekehrte S-Kurve ist einfach wesentlich konstanter. Deswegen würde ich euch das auch am meisten empfehlen. Damit habt ihr meiner Meinung nach auf jeden Fall mit diesen Settings hier vom Aim Assist auf jeden Fall die besten Möglichkeiten, gutes Aim zu haben. So, jetzt kommen wir zu meiner Sensi, Freunde. Und das ist immer das Beliebte von mir, was ich sage. Sensi muss man selber finden. Das ist die Blickgeschwindigkeit quasi, ja? Horizontale und vertikale Empfindlichkeit, also von links nach rechts und von oben nach unten. Die habe ich bei mir gleich eingestellt. Finde ich auch wichtig, das gleich einzustellen. Für mich fühlt sich das am besten an. Ich spiele momentan auf 65-65. Ich glaube, es ist standardmäßig auf 30-30 oder so eingestellt. Wenn man das dann erstmal umstellt, fühlt sich das unfassbar schnell an. Das ist aber, wenn man sich eingespielt hat, nicht wirklich schnell. Das ist wirklich in Ordnung. Damit habe ich die besten Erfolge. Ja, es kann sein, dass einer von euch hier mit 100-100 irgendwie die besten Erfolge hat. Dann spielt das auch. Wenn ihr 100-100 spielen wollt, spielt das, testet euch aus, probiert ein bisschen rum. Aber ich sage euch eine Sache und die wirklich, ich habe sie früher so oft falsch gemacht. Bitte glaubt mir da einfach. Wenn ihr eine Sensi gefunden habt, die sich für euch erstmal gut anfühlt, spielt euch auf dieser Sensi ein. Und wenn ihr damit eingespielt seid, dann bleibt bei dieser Sensi. Stellt sie nicht haufenweise um, wenn ihr irgendwie mal einen schlechten Tag habt oder so. Das macht euch kaputt. Dann seid ihr irgendwie wegen der neuen Sensi schlecht. Dann fühlt sich meine Sensi geil an. Dann ist wieder komisch. Dann geht ihr wieder zur alten Sensi und so weiter und so fort. Spielt das, worauf ihr euch einspielt und dann ist gut. Bleibt dabei. Man hat mal einen schlechten Tag. Man veraimt mal einen Tag. Das ist einfach so. Das ist vollkommen fein. Deswegen findet da eure Sensi 65-65. Probiert es einfach mal aus, wenn es euch gefällt. Oder ihr vielleicht sagt, es ist ein bisschen zu schnell.
schnell, macht ihr ein bisschen runter. Wenn es euch zu langsam ist, macht ihr ein bisschen schneller und dann funktioniert das auch. Jetzt kommen wir noch zu einer Sache, die relativ wichtig ist. Empfindlichkeitsmultiplikator beim Ziel. Das heißt, wenn ihr ein normales Rotpunkt spielt, ist dieser Fakt hier relativ wichtig. Ich möchte, dass meine Sensi, ja, also das hier ist quasi der Multiplikator zu dem, was ihr hier eingestellt habt. Wenn ihr 0,85 habt, ist das dann quasi im Ziel ein bisschen langsamer als das, was ihr quasi außerhalb des Ziels eingestellt habt. Das möchte ich, weil ich möchte, wenn ich ins Aim gehe, ein bisschen langsamer visieren können, damit ich einfach wirklich präzise sein kann. 0,85 ist für mich so ein Sweet Spot, funktioniert für mich gut. Wenn ihr sagt, ey, ich möchte irgendwie 0,6 oder so und möchte hier richtig langsam sein im Visier, könnt ihr das natürlich auch machen, aber 0,85 ist für mich auf jeden Fall so das Geilste, was ich bis jetzt gespielt habe. Das fühlt sich einfach clean an. Hier habt ihr das Ganze nochmal für größere Visiere, da könnte ich das eigentlich auch mal auf 0,85 stellen, habe ich bis jetzt einfach noch nicht gemacht, weil ich halt keine größeren Visiere spiele. Das ist zum Beispiel ein Stat, wenn ihr viel Sniper spielt, könnt ihr das zum Beispiel ein bisschen hochschrauben, weil es sonst in einem Sniper-Scope vielleicht ein bisschen langsamer ist. Tote Zone ist auch wieder so ein Ding, das muss jeder für sich selbst irgendwie so mit klarkommen. Kommt halt darauf an, ob ihr Stickdrift habt bei eurem Controller oder nicht. Ich habe keinen, deswegen habe ich das sehr gering eingestellt. So bewege ich mich nicht von alleine, deswegen 5,5 ist bei mir gut. Kann aber auch sein, dass es bei euch bei 10,10 stehen muss oder 15,15 oder auch 0,0. Kann natürlich auch sein. Ja, ich habe so eingestellt. Beschleunigungsmultiplikator zur Erhöhung der Blickgeschwindigkeit. Das habe ich auf 0. Und ich sage es euch, das hat bei mir alles verändert. Ist für mich das wichtigste Setup bei den Controller-Einstellungen. Ich würde sagen, wir hopsen kurz in die Shooting Range, um euch das einmal zu verbildlichen, weil das ist wirklich eine Sache, die macht das Spielgefühl für mich so geil, so viel besser. Dieses Setting wünsche ich mir auf jeden Fall auch in COD, in dem kommenden COD in Black Ops 6, weil das ist einfach so wichtig für mich. Wenn man das einstellt, so wie ich es jetzt habe, und danach in COD geht, fühlt sich das unnormal schwierig an. So, wir sind jetzt hier in der Shooting Range und ich zeige euch mal, wenn ich jetzt hier den Stick komplett auf Anschlag drücke, dann dreht er sich immer gleich schnell, okay? Ich drehe mich jetzt immer gleich schnell. Es ist die Sensi, die ich eingestellt habe und die wird hier die ganze Zeit quasi abgerufen. Wenn wir das jetzt einstellen, dass wir sagen, okay, ich möchte jetzt hier bei Controller-Settings, ja, bla, bla, möchte ich jetzt diesen Boost und ich glaube, der steht standardmäßig auf 1 und ich habe das jetzt so, dann fange ich an, meinen Stick zu bewegen und es wird schneller. Ja, je doller ich meinen Stick bewege, desto schneller wird das, okay? Und es kommt dann einfach zu diesen komisch schwammigen Bewegungen, dass ich jetzt sage, ich möchte meinen Stick auf Anschlag drehen, auf einmal bin ich todesschnell. Und um euch das mal zu verdeutlichen, ich mache das einfach mal auf zweifache Geschwindigkeit, dann seht ihr das nochmal ganz genau. Ich drücke jetzt leicht meinen Stick, auf einmal drücke ich ihn ein bisschen härter, dann drücke ich ihn ganz doll und dann wapp, ist es komplett schnell. Es gibt Leute, die kommen damit klar, die sagen so, ey, ich möchte halt meine normale Sensi haben und jetzt möchte ich einen Turn-On geben, wumm. Ne? Ist natürlich eine coole Sache, aber ich mag es einfach, wenn es wirklich konstant gleich ist, weil dann kann man sich halt einfach darauf verlassen und darauf einstellen, was man da hat. Ich würde euch da lieber empfehlen, irgendwie zu sagen, ey, wenn mir das ein bisschen zu langsam ist, mache ich lieber meine Sensi hoch, als das hier irgendwie hochzuhauen. Hier unten wird es jetzt nicht mehr ganz so interessant. X-Achse und Y-Achse invertieren, das wollen wir natürlich nicht, das lassen wir aus. Und Controller-Vibration habe ich hier auf an. Mein Controller hat allgemein die Vibration in der Software ausgestellt, weil ich das nicht mag. Ich kann es auf ausstellen. Ich würde einfach die Vibration bei Controller nicht empfehlen, weil es kann einfach sein, dass wenn ihr angeschossen werdet, irgendwie der Controller vibriert, ihr wackelt ein bisschen mit dem Stick. Finde ich einfach nicht geil. So, jetzt kommen wir zum nächsten größeren Punkt. Ich weiß, es ist ein bisschen trockenes Video, aber wie gesagt, wenn ihr die Einstellung haben wollt, stellt sie euch ein. Ich sag lieber immer noch mal ein bisschen was dazu. Ihr könnt euch das auch einfach alles rausklippen hier oder beziehungsweise einfach schnell durchgehen und auf meine Beschreibungen scheißen. Aber damit die Leute, die halt wirklich wissen wollen, warum man es so einstellt, um das zu verstehen, erkläre ich halt nochmal so ein bisschen, ne? Grafik-Settings, ich spiele auf dieser Auflösung. Das wird bei euch vielleicht anders sein, wenn ihr einen anderen Monitor habt oder so, das ist ja auch egal. Fenstermodus Vollbild spiele ich, Anzeigemonitor 1, Dreifachpufferung habe ich an, verringerte Latenz habe ich an, Nvidia Reflex habe ich auf aktiviert plus Boost, Helligkeit auf 12, Kontrast auf 15. So, DX12 Renderer habe ich auch an, weil wir Windows 10 oder höher haben. Grafikqualität habe ich auf angepasst. Meine Grafik-Settings sind darauf aus, nicht das schönste X-Defiant, was es gibt, zu haben, sondern auf Performance zu gehen. Mein Game, ihr seht es ja auch in den Videos, sieht trotzdem clean aus. Ist jetzt nicht hässlich oder so. Man kann es auch komplett verunstalten, aber das ist quasi wirklich auf FPS ausgelegt, ja. Wir haben V-Sync aus, Grenze für Bildfrequenz haben wir aus, also Unlimited FPS, beziehungsweise Uncapped FPS. Schattenqualität haben wir auf niedrig. Schatten braucht kein Mensch. Scheinwerferschatten haben wir auch auf niedrig. Auflösen von Scheinwerferschatten auf niedrig. Kontrastschatten aus. Auflösungsskalierung haben wir auf 100%. Klar, das ist wichtig. Schärfen haben wir auf 10. Das sind halt Sachen, die einfach dafür da sind, dass es halt gut aussieht. Das brauchen wir einfach. Partikeldetail haben wir auf mittel. Volumetrischer Nebel auf niedrig. Globale Spiegelungsqualität auf mittel. Örtliche Spiegelungsqualität habe ich auf niedrig. Pflanzenqualität habe ich auf niedrig. Lul, wusste ich nicht mehr, dass man das einstellen kann. Streuung unter der Oberfläche habe ich auf aus, Umgebungsverdeckung habe ich auf mittel, Objektdetail auf 0, zusätzliche Streamingdistanz 0, Blendeneffekte habe ich auf aus, Wasserqualität auf niedrig, chromatische Aberration auf aus und Geländequalität auf
mittel. Das ist halt das, was ich spiele. Ich habe einen relativ guten PC. Ich habe den auch jetzt nicht mal seit einem halben Jahr. Ich habe eine 4090 Grafikkarte drin. Ich habe einen geilen Prozessor. Das ist wirklich ein Schmuckstück. Wenn ihr irgendwie ein schlechteres System habt und ihr wollt noch irgendwie gewissere Sachen noch auf noch niedriger stellen, was ich nicht glaube, weil es ist schon alles sehr niedrig bei mir. Probiert es einfach aus. Guckt, wie ihr eure besten FPS bekommt. Das ist auf jeden Fall ein gutes Setting, um gute FPS zu bekommen. So, hier gehen wir jetzt nur noch ganz kurz durch Sprache und Barrierefreiheit. Wir gucken hier einfach mal runter. Viele spielen mit einem Farbblenden-Modus irgendwie, um die Gegner auf gelb zu haben und sagen, dass sie dann Gegner besser sehen. Wenn das für jemanden so ist, probiert es aus. Ich habe es noch nicht ausprobiert, ich brauche es aber auch nicht. Ich sehe die Gegner tatsächlich auch mit dem ganz normalen Modus ganz gut, deswegen habe ich das einfach ausgelassen. Ich finde, das sieht so einfach am cleansten aus. Blendgranateneffekt habe ich auf dunkel, damit nicht die komplette Flashbang meinen ganzen Monitor bumst, ja, und mich auch. Menütextkontrast auf normal, keine Ahnung, was das ist. Hintergrundanimation habe ich an, Chatfenster habe ich an und ansonsten hier Sound bei halt einer Nachricht abspielen. Ja, ist halt Schnuppe. Spielersuche und Kontos interessiert auch immer viele. Ich spiele gegen jeden, okay? Ich habe Crossplay an, also ich spiele gegen Xbox und PlayStation-Spieler und ich habe eingabebasierte Spielersuche habe ich aus. Das heißt, ich spiele auch gegen Maus- und Tastaturspieler. Ich möchte gegen jeden spielen, ich möchte jeden in meinem Matchpool drin haben. So sieht das Ganze bei mir aus. Das war's mit den Settings, Freunde. Checkt das auf jeden Fall ab, probiert die Settings aus. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Settings findet, wie ihr damit klarkommt und lasst auf jeden Fall gerne eine positive Bewertung da und ein kostenloses Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns im nächsten Video und haut rein.